ich sein muss. Sympathisch, anregend, nachdenklich, energiegeladen. Mit der kenianischen Soziologin Auma Obama hatte die Evangelische Akademie Tutzing eine spannende Frau zu Gast, die in Deutschland studiert hat. Bei einem Workshop mit Jugendlichen mehrerer Tutzinger Schulen war sie so ganz in ihrem Element. Ihre Botschaft klar. Ihr habt die Zukunft. Ihr könnt euch freuen, dass es so viel Abenteuer gibt. Nach vorne schauen. Und da möchte ich, dass man das nie dieses Gefühl verliert als junger Mensch, dass man da eine Zukunft hat. Und es ist total aufregend da draußen. Die eigenen Stärken erkennen und ausbauen, sich selbstbewusst dem Gegenüber stellen, Kommunikation, das sind ihre Themen. Schauen Sie sich Ihren Nachbar an und schau in den Augen vom Nachbarn, wie bei Casablanca. Schau mir in den Augen. Schauen Sie sich in den Augen. Wenn man sich in den Augen schaut, da ist ein Licht, das aufgeht. Sieht man da ein Licht, das reflektiert in den Augen vom anderen? In Kenia hat sie die Kinder- und Jugendstiftung Sauti Kuu, zu Deutsch starke Stimme, aufgebaut. Von ihrer Arbeit erzählt sie den Jugendlichen und beim Jahresempfang den Gästen der Evangelischen Akademie Tutzing. Sie fordert ihre Zuhörer auf, genau hinzusehen und nachzufragen. Was zum Beispiel bedeutet Nachhaltigkeit wirklich und wie verstehen wir heute westliche Entwicklungshilfe? Auma Obama ist eine in jeder Hinsicht beeindruckende Persönlichkeit. Das Motto ihres Vortrags, am Ende liegt es bei einem selbst, scheint auch so etwas wie ihr persönliches Lebensmotto zu sein. Unabhängig davon, dass es in der Geschichte der Welt und in einzelnen Ländern Dinge gibt, die der Einzelne nicht beeinflussen kann, so gibt es doch viel mehr Möglichkeiten, etwas aus sich selbst zu machen. Für die Kinder und Jugendlichen, die sie in Kenia mit ihrer Stiftung erreicht, hat Auma Obama drei Ziele. Einmal das, was das Charakter aufbaut. Das andere ist die Ausbildung und Weiterbildung. Und das allerletzte, was am Ende am wichtigsten auch für euch, ist das, was am Ende passiert. Erwerbsfähigkeit, dass man eine Arbeit finden kann und dass man sein eigenes Geld verdienen kann. Und natürlich sind diese Ziele weltweit gültig, auch in Deutschland. Gemeinsam erarbeiten die jungen Leute in Tutzing, was ihnen im Leben wichtig ist. Dass man seinen eigenen Weg geht, dass man glücklich ist im Beruf, so wie das Erste, dass man immer dabei ist und nie aufgibt, dass ich meine Familie mit meinem Einkommen gut durchbringe. Es liegt an einem selber, was man aus seinem Leben macht. You are your future. Sie sind ihre Zukunft. Und das ist das, was wir versuchen bei den jungen Leuten zu vermitteln. Und auch gleichzeitig in Deutschland, auch werden wir mit jungen Leuten arbeiten. Gestärkt und hoffentlich voller Tatendrang am Ende die Jugendlichen, so wie Auma Obama es ihnen vorlebt.